Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind wieder da nach der Weihnachtspause. Ich wünsche euch erstmal ein sehr schönes und gutes neues Jahr, ein neues Jahr 2001. Hier bei uns geht es in alter guter Weise weiter, so wie wir und so wie ihr das gewohnt seid. Heute ist Montagnacht, die Nacht von Montag auf Dienstag. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen. Zu welchem Thema auch immer, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wählt ganz einfach diese Nummer hier 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 110. Wir sind ungefähr 8 Minuten alleine, das heißt hier im Radio, ganz unter uns, und dann schaltet sich das WDR Fernsehen zu und ich werde dann natürlich die Fernsehzuschauer auch nochmal begrüßen. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den 14-jährigen Matthias. Schönen guten Morgen, hi. Ja, guten Morgen. Matthias. Du hast mich angerufen im neuen Jahr. Was ist los? Ja, also wir haben uns ja schon öfters gesprochen. Ich glaube, 2 Mal war das, ne? Sag mal das Stichwort. Such nach Zigaretten. Ah, ich weiß. Ja, ja, natürlich haben wir uns unterhalten. Und ich glaube, beim letzten Mal haben wir uns unterhalten, da hast du mir versprochen, dass du aufhören willst zu rauchen. Und wenn du aufhörst, wenn du es schaffst, habe ich dir ein Geschenk versprochen. War es so? Ja. Jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Hat Matthias das geschafft? Naja, so halb. Also nein. Jein. Nee, jein heißt nein. Matthias, sag nochmal für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern, wie viele Zigaretten du so geraucht, gepafft hast. Nee, eben nicht gepafft, sondern geraucht hast. Ja, also früher waren es so um die 2 Schachteln am Tag. Um die 2 Schachteln, welche Marke, um mal so die Stärke zu kapieren? Fair Play. 1,0 Nikotin. Ja. Und 0,9, also 0,9 Milligramm. Also 2 Schachteln. Matthias ist 14 Jahre alt. Ne, das sage ich jetzt nochmal so, damit man das auch richtig kapiert. So, 2 Schachteln. Dann hast du, glaube ich, beim ersten Mal, als wir uns unterhalten haben, hast du es mir auch so ein bisschen versprochen. Dann bist du wieder rückfällig geworden, ne? Ja. Und ich habe das dann, eine Woche habe ich es dann lang geschafft. Beim ersten Mal, ne? Ja. Mhm. So, und jetzt nach dem zweiten Telefonat, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, an welchem Datum, so das ungefähr. War ein Donnerstag. An einem Donnerstag, irgendwann vor Weihnachten, ne? 2. Ja. Jetzt kriege ich gerade hier einen Hinweis, Mikro. Ah, ich verstehe, ja, alles klar. Wie lange hast du es denn dann ausgehalten? Also nach dem Telefonat habe ich es ungefähr, ja, 1,5 Wochen muss er ausgehalten. Immerhin, ne? Und dann habe ich jetzt so ganz langsam, weil in meiner Umgebung ist jetzt so ziemlich derbe. Ich weiß, deine Mutter raucht auch wie wahnsinnig, ne? Ja, nicht wie wahnsinnig, aber ja, ja. Auch Kollegen und so. Ja. Ne? Und ja, habe ich so gedacht, gut, ne, und die Kollegen holen mich mal nach draußen. Da habe ich auf einmal gehört, ne, die wollen auch aufhören. Mhm. Habe ich gewundert. Mhm. Gut, ja, da haben die so gesagt, die wollen das auf 1 Zigarette pro Tag reduzieren. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja, komm, dann machst du mit. Mhm. Ne? Ja, gut, die haben das dann, na gut, einer von denen hat es dann gepackt. Bis jetzt, der andere auch. Und du? Ja. Wie viel rauchst du jetzt am Tag noch? Ich rauche so um die 9 Stück ungefähr. Ja. Aber ab und zu mach ich so jeden zweiten Tag mache ich dann auch mal Zigarettenpause. Ja, also hat nicht geklappt, ne? Nicht so ganz. Unser Deal hat jetzt nicht geklappt. Ein Geschenk gibt's nicht. Nicht so ganz. Nee. Nicht so ganz. Was mache ich denn jetzt mit dir, Matthias? Sollen wir es nochmal versuchen? Traust du es dir zu oder würdest du sagen, komm, Domian, lass es sein, ich schaff's eh nicht? Ach, wer weiß, ne? Ich meine, wenn die Kollegen... Ach, die Kollegen. Richte dich nicht nach den Kollegen, richte dich nach dir selbst. Ja. Matthias, wir machen jetzt... Ja, ein bisschen Unterstützung wäre nicht schlecht, ne? Ja, na klar, aber das ist ja eben das ganz Schwierige, wenn man vom Rauchen weg will, dass ja, man das alleine auch durchzieht und von wegen so nur noch eine am Tag und so. Ich glaube, das klappt nicht. Wenn, dann muss man das radikal machen und knallhart durchziehen. Ich mache mal einen Vorschlag.
In einem Monat unterhalten wir uns nochmal, Matthias. Aha, in einem Monat. In einem Monat. Und mein Angebot bleibt bestehen. Wenn du das schaffst, kriegst du ein tolles Geschenk von mir. Mhm. Und es wird eine Überraschung sein. Können wir das nicht so auf 2 Wochen machen? Nee. Das muss einen ganzen Monat sein jetzt. Ich will ja auch hören dann, dass das nicht nur so eine kurzfristige Sache ist. Mhm. Und ich vertraue ja auf deine Ehrlichkeit, sonst können wir es ja ganz lassen. Und du bist ja ein ehrlicher Typ, das habe ich schon gemerkt. Ne? Ja. Ja, sagt er mit einem gewissen Zögern. Matthias, so machen wir es. In einem Monat hörst du von uns. Alles klar? Ja. Also toll, alles klar. Toll, toll, toll. Ja, danke schön. Halt die Ohren steif, Junge. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. 0800-5678-111. Unsere Telefonnummer, unsere Faxnummer 0800-5678-110. Tobias ist dran. 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Und alles Gute für dieses neue Jahr. Danke, danke dir auch, ja. Dadurch, dass ich halt Schichtdienst habe, im sozialen Bereich arbeite, kann ich dann immer, wenn ich Spätdienst habe, deine Sendung gucken, beziehungsweise im Moment hören. Ja. Also mein Thema, ich bin schwul, ja. Bin jetzt seit 4 Monaten in einer Beziehung drin. Ja. Und wir hatten gestern Abend, hatte ich mit meinem Freund eine kleine Diskussion und ich müsste mich entscheiden. Und zwar haben wir beide eine unterschiedliche Auffassung von Beziehung. Mhm. Er meint einfach, es reicht ihm einmal die Woche, dass wir uns sehen. Ja. Und ich möchte ihn einfach, ja, ich möchte ihn dann dauernd sehen. Ich bin also total verknallt und er nervt mich überhaupt nicht, wenn ich mit ihm zusammen bin. Mhm. Wohnt ihr in derselben Stadt? In derselben Stadt, ja. Und ihm reicht das aus, wenn ihr euch nur einmal in der Woche seht? Ja, ich muss das ein bisschen erklären. Er hat halt ziemlich viel um die Ohren im Moment. Was macht er denn? Er studiert und ist im nächsten Monat... hat er sein Examen. Gut, das ist natürlich eine harte Zeit. Das ist eine harte Zeit, aber er sagt mir selber auch, dass er, ja, allgemein, es würde ihm reichen, wenn wir uns nicht so häufig sehen, dann freut man sich viel mehr aufeinander. Wie alt ist er? Er ist 28. Mhm. Ist er schon erfahrener in Schulen? Nee, das kommt auch hinzu. Also es ist auch so eine erste Beziehung für ihn, für mich nicht. Ja. Und ich glaube ihm das auch, dass er jetzt nicht an den Tagen, wo wir uns nicht sehen, dass er da zu Hause sitzt und sich langweilt. Also er hat schon wirklich Abstriche gemacht. Er trifft sich kaum mit seinen Freunden. Mhm. Er hat einfach viel um die Ohren. Mhm. Auch mit seiner Familie. Seine Mutter braucht seine Hilfe manchmal. Und er lügt mich nicht an oder irgendwas. Das glaube ich ihm auch fest. Mhm. Ja, und ich stehe halt zwischen den Stühlen im Moment. Ich weiß nicht. Es war gestern Auseinandersetzung. Wie war die Stimmung? Richtig ja, krass schon? Ich habe geheult wie ein Schloss. Und also wir haben uns nicht angefaucht oder irgendwas. Also wir haben schon normal miteinander geredet, aber ich war halt total fertig, weil ich weiß absolut nicht, was ich machen soll. Mhm. Seid ihr denn in einer schlechten Stimmung auseinandergegangen? Nee, das nicht. Wir sind nicht. Also in Frieden auseinandergegangen. Ja. Ich habe ihm gesagt, ich werde mir das Ganze nochmal überlegen und ich werde mich irgendwann melden, wenn ich einen klaren Kopf habe und wenn ich ein bisschen... Tobias, ich unterbreche mal ganz kurz. Ja, ich sehe es gerade. Ja, der Fernsehvorspann läuft. Ich begrüße jetzt mal die Fernsehzuschauer. Ja, alles klar. Und dann unterhalten wir beide uns weiter. Ja, alles klar. Mhm. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, sprich um 2-3 Sekunden. Dann sind wir auf dem Fernsehsender, nämlich jetzt. So, meine lieben Fernsehzuschauer, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk. Wir haben hier schon ein bisschen angefangen. Ich bitte die Verspätung zu entschuldigen. Vorab wünsche ich euch von ganzem Herzen ein tolles neues Jahr, ein Jahr 2001. Mögen die wichtigsten und ja die größten Wünsche von euch in Erfüllung gehen. Bei uns hier geht es weiter, so wie ihr es gewohnt seid. Telefontalk Montag bis Freitag, Domian im WDR, WDR Fernsehen und bei uns live zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Und am Montag, so wie heute Nacht, haben wir eine offene Telefontalkshow. Das heißt, ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800-5678-111 oder ihr faxt mir ganz einfach unter 0800-5678-110. Ich habe jetzt in der Leitung den Tobias. Der Tobias ist 22 Jahre alt, ist schwul und ist seit 4 Monaten mit seinem Liebsten zusammen. Der ist 28 Jahre alt. Und die beiden haben gestern eine Auseinandersetzung gehabt, nämlich darüber, Tobias, der jetzt hier bei mir am Telefon ist, möchte seinen Freund gerne öfter sehen, jeden Tag eigentlich. Aber sein Freund möchte das eigentlich auf einen Tag in der Woche reduzieren. Das liegt aber auch daran, dass der Freund im Moment
ziemlich viel Stress hat, hat er es im Examen und eben auch nicht so sehr viel Zeit. So war es, Tobias, ne? Ja, genau. Mhm. Obwohl dieses Wort Auseinandersetzung passt auf gestern Abend, trifft nicht zu. Also das war schon eher eine Unterhaltung. Wir haben uns also nicht angeflaumt oder uns da Sachen am Kopf geworfen. Mhm. Wir haben das einfach nur sachlich erörtert. Die wichtigste Frage ist ja, du bist absolut in ihn verliebt. Ja, würde ich doch. Na, das kam mal ein bisschen zögerlich jetzt. Ne, würde ich doch sagen. Also doch, ja. Wieso bist du ein bisschen gebremst? Ja, da sind halt so viele Sachen gestern angesprochen worden und die haben mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt auch. Und weil wir uns auch ziemlich schnell kennengelernt haben, wir sind also ziemlich schnell zusammengekommen. Mhm. Also sag mal einen Punkt, der dich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Bitte? Sag mal so einen Punkt, der dich nachdenklich gestimmt hat. Ja, wie soll ich das sagen? Diese Sache, dass wir so schnell zusammengekommen sind, dass wir uns nicht erst kennengelernt haben, sondern wirklich, wir kannten uns eine Woche und sind dann sofort in die Kiste und dann hat sich das so entwickelt. Aber letztendlich kannten wir uns kaum, ehe wir gesagt haben, wir sind jetzt zusammen. Mhm. Gut, der Freund ist eigentlich auch in dich verliebt, würdest du sagen? Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall. So. Also er sagte mir gestern auch, das fand ich auch ganz schön, es ging halt gestern darum, dass wir was unternehmen gestern Abend. Und er wollte zuerst nicht. Und dann hat er letztendlich doch zugestimmt und sagte mir dann gestern Abend, wenn jemand anders gefragt hätte, ob er Zeit hätte, hätte er ganz klar gesagt nein. Mhm. Aber er hat halt auch Angst, dass er mich verliert und dass wir uns halt auch auseinanderleben. Und deswegen hat er zugesagt. Und das sagt er eigentlich auch, dass er dann auch ein Interesse, auch was daran liegt. Ein Interesse hat, natürlich. Also Tobias, ich würde sagen, ihr seid ja noch wirklich so frisch in eurer Liebe, erst 4 Monate. Und dein Freund ist im Examen. Das ist eine wirklich belastende und harte Zeit. Lass dir und lass euch doch ein bisschen Freiraum und Zeit. Setz ihn nicht so sehr unter Druck. Versuche doch einfach so, vielleicht auch für dich einen Kompromiss hinzukriegen, dass es nicht gar so oft ist, wie du es gerne möchtest. Mhm. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, sich jetzt langsamer anzunähern, wo es doch am Anfang so schnell gegangen ist, wie du gerade auch schon selbst sagtest. Ja. Eigentlich klingt das ja alles ziemlich gut und lass es langsam anlaufen und die Freude ist wirklich umso größer, wenn du ihn dann ein paar Tage nicht gesehen hast. Vielleicht entspannt sich das wirklich alles, wenn er sein Examen in der Tasche hat und er sich deiner auch noch sicherer ist und auch der Gefühle sicherer. Der hat ja im Moment auch noch ganz andere Sachen im Kopf, als sich über die Beziehung Gedanken zu machen. Ich wundere mich ja auch ein bisschen über mich selber, weil vor einem Jahr war ich in einer Beziehung, die war 120 Kilometer von mir entfernt, also er lebte da. Mhm. Und das war wirklich eine Wochenendbeziehung. Wir haben uns halt am Wochenende gesehen und dadurch, dass ich halt Wochenenddienst habe, weil ich im sozialen Bereich arbeite, kam das dann auch noch so vor, dass wir uns nicht jedes Wochenende sehen konnten. Mhm. Und da war es wirklich so, dass ich mich wirklich gefreut habe, wenn wir uns sehen, aber ich war auch froh, wenn ich am Sonntag wieder nach Hause fuhr und meine Ruhe hatte. Mhm. Und das ist jetzt genau das Gegenteil. Mhm. Also sei du eigentlich froh, dass du jemanden gefunden hast, mit dem du so gerne so oft zusammen bist. Und setz ihn nicht unter Druck, lass es langsam angehen und warte das Examen ab. Würde ich einfach mal so sagen. Mhm. Ja, alles Gute. Ja, danke. Tobias, mach's gut. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Meine Telefonnummer, wie immer. Da hat sich nichts geändert jetzt im neuen Jahr. 0800 5678 111. Kostenfrei natürlich auch wie immer. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Marlit ist jetzt dran. Marlit 22. Ja, hallo. Und auch ein Carsten ist bei dir in der Gegend. Ja. Ne? Der ist 29. Ja. Aber jetzt unterhalten wir beide uns erstmal. Um was geht's, Marlit? Also es geht darum, dass am letzten Freitag meine Tochter verstorben ist, mit 7 Monaten. Mit 7 Monaten? Mhm. Was ist geschehen? Also man vermutet, dass es der plötzliche Kindstod war. Mhm. Der Carsten ist der Papa von dem Kind gewesen. Ja. Kann ich mal kurz was sagen? Ja. Ich höre dich ganz schlecht. Ja, ich war gerade auch ein bisschen leise. Insofern, du wirst es gleich schon verstehen, das baut sich auch auf, die Leitung. Mhm. 7 Monate war dein Kind alt. Mhm. Wie ist das genau passiert? Ist es zu Hause passiert? Ja, also es war halt so, ich habe sie nachmittags, also um 12 rum habe ich sie noch gefüttert und habe dann wie immer noch ein bisschen mit ihr gespielt und ja gut, und dann habe ich es halt, weil sie müde geworden ist, ins Bett gelegt. Mhm. Und sie ist dann eigentlich auch ziemlich schnell eingeschlafen, weil ich habe eine Viertelstunde später nochmal geguckt. Und ja gut, vielleicht eine Stunde später oder so hat dann mein Freund nach ihr geguckt. Und da hat er so gefunden, dass sie auf dem Bauch lag und so komisch da lag.
Und dann hat er so rumgedreht und dann kam er rausgerannt und hat geschrien, das Kind ist tot. Mhm. Und ja, ich habe da erstmal nur gesagt, das kann nicht sein und so. Und dann bin ich kurz ins Zimmer rein und habe nur gesehen, dass sie blau angelaufen war. Mhm. Was habt ihr dann sofort unternommen? Ja gut, ich wusste erstmal gar nicht, was ich machen soll. Ich war auch froh, dass er da war, weil alleine hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll. Mhm. Ich habe dann zwar gesagt, er soll einen Notarzt anrufen und das hat er auch gemacht, weil ich jetzt nicht konnte, ich muss ganz ehrlich sagen. Und ja, und dann habe ich halt eben gesagt, er soll dann ein Bein hochnehmen und auf den Rücken klopfen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat er nur irgendwas im Hals oder so. Mhm. Und ich bin dann runtergerannt und also ich muss auch sagen, dass der Rettungsdienst wirklich sehr, sehr schnell da war. Mhm. Und ja gut, die haben sie also dann erstmal wieder zurückgeholt, weil wo er auch das hat schon nicht mehr geschlagen hat. Mhm. Ach, das ist denen dann nochmal gelungen, das Kind zurückzuholen? Ja. In eure Wohnung, das haben die vor Ort gemacht? Ja. Mhm. Und ich meine, wir wohnen hier, also 20 Kilometer weg ist eine Kinderklinik. Mhm. Und also innerhalb von 10 Minuten war auch der Notarzt da, der Kindernotarzt. Mhm. Und sie haben also eine halbe Stunde versucht, dass das Kind also von selber wieder anfängt so zu leben. Mhm. Warst du und war der Carsten, dein Freund, wart ihr dabei? Also, ich meine, ich konnte nicht, ich war ziemlich fertig und er hat mich dann auch ins Büro eingesperrt, weil ich nehme an, dass ich auch in dieser Situation wahrscheinlich nur zwischen den Ärzten rumgerannt wäre und hätte hysterisch geschrien, weil also ich auch ziemlich hysterisch war, das war ich auch selber und ich meine, mir fällt es auch jetzt noch nicht leicht drüber zu reden. Mhm. Und aber, ja, aber alle Bemühungen sind dann fehlgeschlagen. Also der Arzt hat gesagt, egal was sie versucht haben, weil es, wenn er auch mit irgendwelche Medikamente so gespritzt, alles fehlgeschlagen ist und alles nur noch schlimmer gemacht hat. Hm. Ist das Kind, ist sie, wie hieß sie? Gonja. Gonja. Mhm. Gonja. Ist Gonja dann in der Wohnung, in eure Wohnung verstorben? Mhm. Ja. Hat der Notarzt sie mitgenommen? Nein. Also sie war dann noch hier und dann kam, also weder der Hausarzt noch der Kinderarzt konnten kommen, um den Tod halt festzustellen, weil es irgendwie erst nach dann geht, wenn die Leichenflecken irgendwie sichtbar sind oder so, ich weiß jetzt nicht genau. Mhm. Und dann musste die Polizei geholt werden. Mhm. Und die sind dann auch gekommen. Ich selber weiß nicht, wann sie gekommen sind. Mir fiel das nur irgendwann mal auf, dass also auf einmal die Polizei bei uns im Flur stand und auch wohl schon längere Zeit stand und was hast du in der Zeit getan? Was kann man da tun, wenn das Kind, das tote Kind liegt in der Wohnung und man wartet auf die Polizei, auf irgendwelche fremden Menschen, die kommen? Also ich muss sagen, das Kind lag nebenan im Zimmer. Mhm. Also ich war direkt daneben. Mhm. Und also ich habe sehr viel geweint und habe dann einfach versucht, mich abzulenken, indem ich, meine, es hat jetzt vielleicht auch bescheuert an, indem ich Karten gespielt habe am Computer. Mhm. Und ich sag mal, es hat mir auch ein bisschen geholfen. Mhm. Und der Carsten war die ganze Zeit in den Zimmern und hat das auch geregelt mit den Ärzten und mit der Polizei. Also er hat immer wieder nach mir geguckt und dann hat er wieder geguckt, was drüben ist und ob es vielleicht nochmal Chance hat. Ich habe dann auch mit meiner Mutter telefoniert und habe ja, ich meine, wir hatten zwischendrin, hat er halt eben gesehen, dass an den Instrumenten alles, sagen wir mal, normal ist, ne? Mhm. Also alles, ja, lebt sozusagen. Mhm. Und das hatte ich dann auch meiner Mutter gesagt und die war also auch heilfroh, weil es ja für uns, also für uns Frauen sozusagen erstmal hieß, dass sie vielleicht wirklich noch lebt. Mhm. Und wie dann die Nachricht kam, dass sie wirklich tot ist und dass sie nichts mehr machen konnten, dann war man natürlich erst recht auch noch geschockt. Natürlich. Marlit, der Carsten sitzt jetzt neben dir, ne? Nee, der ist momentan gerade in der Küche und macht mir was zu essen. Ach so, ich dachte, er wäre. Soll ich ihn holen? Wenn er das möchte, würde ich gerne vielleicht ein paar Worte mit ihm reden, ja. Carsten, komm bitte her. Ich gebe dich mal weiter, her. Ja. Hallo. Carsten. Herzlich willkommen, ich grüße dich. Die Marlit hat mir das gerade erzählt, was geschehen ist. Mhm. Du warst die ganze Zeit dann mit den Ärzten und auch mit der Polizei, die später kamen, dann in Kontakt. Ja. Du hast das mitgekriegt. Genau. Mhm. Ja gut, ich war immer im Hin und Her pendeln. Mhm. Ich sag mal zwischen Arbeitszimmer, wo meine Freundin jetzt saß und wo im Kinderzimmer halt, ne, wo das Ganze stattgefunden hat. Das war euer Kind und das war euer erstes Kind. Genau. Ja. Mhm. Dann kam irgendwann die Polizei. Wie lange hat das dann noch gedauert, bis das Kind dann
die Wohnung verlassen hat? Das hat also, das kann ich jetzt noch schätzen, also ich denke mal eine Stunde, also mindestens dann noch. Also die Polizei ist gekommen, um auszuschließen, dass ein Verbrechen vorliegt, ne? Genau. In solchen Fällen. Was also macht? Erst ist die Polizei gekommen, also die normalen, sag ich mal, und anschließend ist die Kripo noch gekommen. Mhm. Nein. Du warst die ganze Zeit dabei. Was macht die Polizei denn in einem solchen Fall? Was machen die mit dem Kind? Gucken die sich das an oder reden die mit einem oder wie geht das? Ja, also das ist abgeholt worden dann durch einen Leichenbestatter. Aber also der Leichnam ist gleich beschlagnahmt worden. Mhm. Und das heißt, dass erst diese Obduktion stattgefunden hat. Mhm. Was am Wochenende wo stattgefunden haben muss. Und ja, was soll ich dazu sagen, ne? Und das ist die Leiche jetzt freigegeben? Ja, inzwischen ist sie freigegeben, seit heute. Und wann wird die Beerdigung stattfinden? Ja gut, ich sag mal, es dauert jetzt noch ein bisschen, da wir sie gerne verbrennen lassen wollen. Und das dauert so circa 10 bis 14 Tage, ne? Mhm. Du klingst so, als hättest du klingst relativ gefasst. Kann man das so sagen, dass du... Ja gut, ist aber auch ein bisschen Fassade, muss ich jetzt gestehen. Natürlich, ja. So, ich sag mal, ich hab tagsüber geht, sag ich mal. Nur ich sag mal so abends, wenn es ruhig wird, dann, sag ich mal, dann überkommt es mich dann natürlich auch, ne? Hat dieser, also man vermutet jetzt, dass es der plötzliche Tinstod war, sagte Marlit, ja. Mhm. Hat der Tod eurer Tochter eure Beziehung jetzt auch in ein Problem gebracht? Macht ihr euch vielleicht irgendwie Vorwürfe oder schweißt es euch noch mehr zusammen? Welche Auswirkungen hat das? Also ich würde sagen, es schweißt eher mehr zusammen. Also es macht sich jetzt, wir machen uns gegenseitig überhaupt keine Vorwürfe, ne? Ich meine, letztendlich bringt es das sowieso nicht. Sehe ich jedenfalls so. Ne? Und ich sag mal, ja, wir kümmern uns jetzt gegenseitig umeinander, ne? Ich sag mal, wenn Marlit ihre Phasen hat, dann tröste ich sie, wenn ich meine Phase habe, dann ist es umgekehrt. Ja. Thorsten, mir tut es sehr leid und ich möchte mein Beileid aussprechen. Ja, danke schön. Und du kannst mir vielleicht bitte nochmal die Marlit geben. Ja, ich wollte die auch nochmal haben. Ja, auf Wiederhören. Ja. Marlit, jetzt hier steht die Beerdigung an. Das heißt, dass das endgültige Abschied nehmen. Wie würdest du im Moment deinen Zustand, dein Gefühl beschreiben? Also, ja, mein größter Wunsch ist eigentlich, dass ich es einfach nur meinen Arm nehmen könnte. Wird das gehen? Also der vom Bestattungsinstitut, wo wir ja heute auch hin mussten, also der hat gesagt, er hat mich ja so ungefähr auch erlebt, wie das so war, wie ich reagiert habe und so, was er erzählt hat. Und er hat gesagt, er will es sich erst nochmal angucken. Und wenn er, also wenn man jetzt nicht sieht, dass sie zu blau angelaufen ist oder so, dann will er es mir vielleicht nochmal gestatten, ansonsten will er es mir nicht antun. Machst du dir jetzt in irgendeiner Weise Vorwürfe, dass du sagst, ich hätte doch vielleicht doch nochmal eher reingehen können oder mich in irgendeiner anderen Weise um sie kümmern können? Ich sag mal, ich habe ja heute auch mit der Rechtsmedizin, mit der Ärztin gesprochen. Und ich meine, sie hat auch gesagt, es hätte genauso gut auch sein können, dass, wenn ich sie da gehabt hätte, es passiert wäre und ich hätte nichts machen können. Ich hätte vielleicht eher einen Krankenwagen holen können, aber ich meine, also wenn es dieser Kindstod war, hätte man sowieso nichts mehr machen können. Aber davon geht man doch jetzt aus, ne? Dass es das ist. Ja gut, ich meine, sie hatte noch dieses Golden-Haar-Syndrom. Was ist das? Das ist eine Missbildung, also bei ihr jetzt eine Missbildung vom Kiefer gewesen. Und der eine Gehörgang war nicht komplett angelegt. Und sie hatte zwei Löcher im Herzen. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang auch? Oder? Nein, also eigentlich nicht. Es hieß nie, dass irgendwas lebensgefährlich wäre oder so. Wieso habt ihr euch jetzt dazu entschieden, dass die Cornea verbrannt werden soll? Ganz einfach, weil ich, glaube ich, erst recht nicht damit fertig werden würde, wenn ich, was weiß ich, wüsste, dass da Würmer durchkrabbeln oder so. Und ich meine, ich sag mal, ich hatte ja schon mal eine Trennung von ihr. Das war nach der Geburt. Und weil sie halt eben nichts essen konnte durch dieses Golden-Haar-Syndrom, ist ja so ein Tag nach der Geburt ist sie gleich auf die Intensivstation gekommen, in die Kinderklinik hier. Und wurde auch über die Sonde erstmal ernährt, 4 Wochen lang. Ja, und ich sag mal, das war damals auch schon sehr schwer. Ja, ja. Obwohl ich wusste, ich kann immer dahin fahren und kann sie sehen.
Ich habe gerade den Carsten gefragt, ob eure Beziehung jetzt durch den Tod des Kindes in irgendeiner Weise leidet. Also eigentlich nicht. Ich würde eher sagen, dass es uns mehr zusammenschweißt. Mhm. Weil ich sag mal, ich meine, wir sind, also er ist ja mehr so, sag ich mal, der kühlere Typ, das, was wir auch bestimmt gemerkt haben. Also er ist mehr gefasst und so. Was ich also wirklich auch bewundere bei ihm, weil ich kann es nicht. Und vielleicht macht er es auch, um dir zu helfen, um dir eine Stütze zu sein. Er sagte gerade zu mir auch, das ist eine Fassade. In ihm wird es ganz anders aussehen auch. Ja, es ist auch, ich meine, es war ja auch immer so, dass, ich meine, er hat im Büro immer gearbeitet und ich habe mich ja den ganzen Tag ums Kind gekümmert. Und er hat dann halt sozusagen abends, wenn er halt eben Feierabend gemacht hat, hat er dann halt mit ihr gespielt und so. Und also ihm fehlt halt meistens eben abends, weil er die Möglichkeit einfach nicht mehr hat, sie irgendwie mal zu sehen und mit ihr zu spielen oder so. Und ich meine, sie war auch tierisch auf ihn fixiert. Also egal, wenn er irgendwie reingelaufen ist oder so, er hat sie immer beobachtet. Habt ihr euch, ist das schon so weit gediehen, dass ihr euch da konkret Gedanken darüber gemacht habt? Wie möchtest du die Beerdigungsfeier gestalten? Wie soll das ablaufen? Also, ja gut, ich möchte es also verbrennen lassen, wie schon gesagt. Und ja, ich meine, es wird kein großer Trubel werden oder so. Ich wollte auch erst unter Umständen diese, ja, wie es so schön heißt, Leichenschmaus machen. Weil, ja, ich weiß nicht, ich habe einfach Angst, dass irgendwelche Leute dann Witze reißen. Witze reißen? Ja, das habe ich. Vor 2 Jahren ist meine Tante gestorben, also beziehungsweise von meinem Onkel die Mutter. Und da waren dann auch halt eben Leute dort und die haben halt irgendwelche Witze gerissen. Ach so, bei dem anschließenden Kaffee trinken und damit ein Schnäpschen getrunken und so etwas, ja. Ja, und das macht es doch einfach, mach das doch einfach im ganz kleinen Kreis, vielleicht nur die allerengsten Freunde oder die ganz, ganz engen Verwandten nur. Also wir machen es jetzt so, dass halt eben im Großen und Ganzen nur die Familie da ist. Genau, ja. Und es wird auch nur ein Kaffee und Kuchen getrunken, also es gibt auch kein Alkohol. Das ist mir auch so, was nicht passieren kann. Marlit, ich möchte dir gerne anbieten, dass du dich mit meiner Psychologin, der Annette, jetzt noch eingehender unterhalten kannst. Möchtest du das? Dann geht das so, du legst bitte auf und die Annette, wir rufen dich gleich, das heißt sofort wieder an. Ja. Ich wünsche dir für die nächste Zeit, für die Trauerzeit wirklich viel, viel Kraft und ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich hoffe auch, dass meine Mutter wieder gesund wird. Die ist auch krank? Ja, dadurch hat sie auch eine halbe Gesichtslähmung. Das ist eine reine Nervensache, haben die Ärzte gesagt, aber sie wissen nicht, ob das weggeht. Und ich meine, so kommt eins aufs andere. Ja. Wir machen das mal so, leg bitte auf und du wirst von Annette wieder angerufen, Marlet. Ja, ich möchte mich trotzdem bedanken bei dir, ja. Alles Gute. Ja, okay. Auf Wiederhören. Ich wünsche dir noch ein schönes Jahr. Ja. Mach weiter so, ja. Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss. Marcel ist dran. Marcel ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Marcel, dein Thema, weswegen hast du angerufen? Tja, ich habe meine Freundin gerade geschlagen. Gerade eben? Ja, also vor 2 Stunden circa. Wieso? Was ist passiert? Wie ist es dazu gekommen? Ja, halt ein sehr heftiger Streit und ich weiß gar nicht, wie das so sehen soll, weil Sag erstmal so ein paar Grundfakten. Wie lange seid ihr zusammen? 5 Jahre ungefähr. 5 Jahre schon? Ja. Also so eine richtige Jugendliebe? Ja, ja, ja. Wohnt ihr auch zusammen? Wir wohnen zusammen und ich weiß gar nicht, wie ich so sagen soll, weil So, dann gab es heute Abend einen heftigen Streit, sagst du. Ja, jetzt, ich laufe gerade auch draußen rum, damit ihr das nicht so mitbekommt. Weswegen habt ihr euch denn heute Abend gestritten? Man hat eigentlich so durch Kleinigkeiten angefangen. Ich wollte einfach, dass sie nach Hause kommt, da sie bei den Eltern war. Und na, ein Wort nach dem anderen und dann irgendwie kam sie dann nach Hause später mit ihrem Vater. Der Vater ist gefahren und ja, dann hat sie irgendwann geknallt. Ja, Moment, also sie kam nach Hause mit ihrem Vater, der Vater hat sie nach Hause gebracht. Ja, der Vater ist wieder gegangen. Wir haben versucht, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Das heißt, es hat sich hochgeschaukelt? Ja. Wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, die man gar nicht so großartig benennen kann? Ja, genau. Und was hat denn bei dir das Fass dann zum Überlaufen gebracht, dass du zugeschlagen hast? Einfach, dass sie dann irgendwann sagte, ich soll meine Sachen nehmen und gehen. Und das war dann,
Ja, der Punkt. Dann hast du zugeschlagen. Ja. Wie hast du zugeschlagen? Mit der Hand. Wohin? Ins Gesicht? Ins Gesicht. Einmal? Öfter. Wie oft? Ein paar Mal. Und wie heftig? Mir würde sie wehtun, wenn ich die gleiche Ohrfeige bekommen würde. Bitte? Wenn ich die gleiche Ohrfeige bekommen würde, würde sie mir wehtun. Mhm. Ist sie auf den Boden gefallen oder irgendwie? Nein. Nein. Hat sie sich gewehrt? Hat sie irgendwie reagiert darauf? Weder noch. Mhm. Und was ist dann passiert? Du hast sie dreimal geohrfeigt, sehr heftig geohrfeigt. Sie ist schweigend stehen geblieben. Und was dann? Das war's. Und dann bist du rausgelaufen, oder wie? Nee, dann war ich immer noch in der Wohnung, aber ich bin dann in einen anderen Raum gegangen und dann wegen. Das war's dann einfach, dann hat sich die Sache erledigt gehabt. Hast du das zum ersten Mal gemacht, oder ist das schon öfter vorgekommen? Es ist schon mal vorgekommen, ja. Einmal oder mehrmal? Mehrmals? Zweimal. Zweimal? Davor, ja. Was denkst du denn dazu, dass du das machst, gemacht hast und jetzt wieder gemacht hast? Erstmal ist das gar nicht gut und ich sag mal, jetzt hören bestimmt eine Menge Leute zu, die mich kennen und, die mir morgen wohl sehr die Meinung sagen werden. Und vielleicht habe ich auch Konsequenzen dadurch, da ich Sinto bin. Da war gerade eine Störung in der Leitung. Was bist du? Sinto. Sinto? Ja, Sinti. Mhm. Und, aber egal, was die sagen, weil, mein Leben irgendwie und tut mir schon mächtig leid. Okay. Es ist egal, ob du ein Sinto bist oder was auch immer, das ist völlig scheißegal. Du bist gerade nicht angetrunken gewesen, ne? Als nein, hast. Überhaupt nicht, nein. Und bei den letzten Malen warst du auch nicht angetrunken, als es passiert ist. Genau. Liebst du deine Freundin? Über alles, mehr als das. Über alles, mehr als das? Mehr als das. Erklär mir, Marcel, bitte, wie man einen Menschen, den man über alles liebt, schlagen kann. Ich finde keine Worte dafür. Ich könnte mir. Was hast du denn getan? Es ist schon zweimal passiert, sagst du. Was hast du denn getan, um das wieder gut zu machen? Mein Bestes und das war noch nicht gut genug. Hast du dich bei ihr entschuldigt? Öfter. Wie hat sie denn auf die Entschuldigung reagiert? In dem Moment hat sie erstmal, also natürlich gar nicht drauf reagiert. Dann im Nachhinein war es wieder in Ordnung. Bis es dann wieder passiert ist. Und dann habe ich selber gesagt, das geht nicht, weil es gibt keinen Grund, dass irgendein Mensch einen anderen Mensch schlägt. Und schon gar nicht jemanden, den man so sehr liebt. Genau, und wer das macht, habe ich immer gesagt, der ist das Letzte. Und ich bin zurzeit, glaube ich, nicht besser als das, was ich gesagt habe. So, das ist jetzt passiert. Du siehst selbst ein, dass es mega scheiße ist. Oh ja. Die arme Freundin sitzt jetzt in der Wohnung, hat drei heftige Ohrfeigen abgekriegt. Und verliert vielleicht immer mehr den Respekt vor dir und die Achtung. Jetzt ist die Frage, wie soll es weitergehen? Ich soll gehen. Ich soll meine Sachen nehmen und gehen. Und auf dieses Ich soll gehen hat sie dann die nächste Offerie bekommen. Also von 2 auf 3. Und nun läufst du draußen in der Nacht rum im Moment. Ja, ich bin jetzt draußen. Was willst du wieder in die Wohnung gehen oder was hast du vor jetzt zu machen? Ich denke, dass ich gleich zurückgehen werde und weil ich nehme das auch gerade auf und dass sie vielleicht auch schon versteht, dass mir das sehr leid tut, denn ich bin nicht nur für mich jetzt einen sehr großen Schritt gegangen, weil wie gesagt, das sind erstmal große Konsequenzen, aber dass du das quasi hier in der Öffentlichkeit erzählst. Genau. Wie kannst du das aufnehmen, wenn du mit dem Handy draußen rumläufst? Ich habe das bevor ich rausgegangen bin aus der Wohnung, habe ich das gerade. Also die Kassette, die läuft jetzt einfach, das Gespräch davor ist auch drauf. Sehr pfiffig, ja. Und dann werde ich das gleich. Du möchtest es ihr vorspielen? Natürlich. Gut, Marcel, dann sag nochmal was du vielleicht vorhin schon, was du schon mal zu ihr gesagt hast. Wie heißt deine Freundin? Beate. Dann sprich jetzt Beate bitte an und sag das, was du sagen möchtest. Beate, wie gerade schon gesagt, tut mir das wirklich leid und ich denke, du weißt, eine Menge Leute hören zu und es tut mir einfach leid. Und ich weiß nicht, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich werde einfach versuchen, dass das nie mehr passiert. Das Problem ist, glaube ich, Marcel, wie glaubwürdig bist du noch? Du hast es jetzt zweimal schon gesagt, es soll nicht mehr passieren. Nun ist es zum dritten Mal passiert. Nur ich denke,
sie weiß auch selber, wenn sie das jetzt hören wird, dass das wirklich ein Riesenopfer war, was ich jetzt gemacht habe. Weil es ist für mich selbst, glaube ich, der letzte Schritt, den ich selber machen kann. Mhm. Und wenn nicht, dann muss ich auch, glaube ich, irgendwie andere Konsequenzen dadurch ziehen. Aber ich mache mir noch einen Vorschlag. Ja. Vorausgesetzt, dass die Beate dich eigentlich auch so liebt, wie du sie liebst. Denke ich schon. Ja. Und sie eigentlich mit dir zusammen sein möchte, aber hin und her gerissen ist durch die Vorfälle und durch die Gewalt, die du ihr jetzt angetan hast. Ja. Wärst du denn bereit, mal mit Beate zusammen zu einem Psychologen zu gehen? Zu einer Paarberatung zu gehen? Um dass ein dritter Mal ein bisschen mit euch redet und das auseinanderfusselt, was euch da immer auf die Palme bringt, was dich auf die Palme bringt? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Weil... Aber nehmen wir mal. Ich denke mal, durch so einen Psychotyp werde ich vielleicht nur noch. Ich lache jetzt vielleicht, du weißt gar nicht lachhaft, aber. Ja, aber guck mal, du hast bei mir jetzt auch angerufen. Und ich bin auch ein Fremder und ein Dritter. Ich sage ja nur, wenn Beate das fordern würde, nach dem Motto, wenn dann nur so, würdest du darauf eingehen? Ja. Okay, das ist ein Wort jetzt, ne? Und ich würde sagen, es gibt viele Psycholabertypen, gebe ich dir recht, aber es gibt auch ein paar ordentliche. Und wenn man sich vielleicht ein bisschen Hilfe holen könnte von einem neutralen Menschen, sollte man das machen. Und du hast die Hilfe nötig, weil du drehst ja durch. Du hast ja keine Gewalt über dich selbst. Ja. Ne? Das ist ja das Schlimme. Da musst du einfach was machen an dir selbst. Wer weiß, was du irgendwann nochmal anrichten könntest, wenn du dich nicht im Griff hast. Du musst dich in den Griff kriegen selbst. Wer weiß, was ich mit mir anrichten werde, wenn sowas nochmal passiert. Was? Was wirst du? Wer weiß, was ich mit mir anrichten werde, wenn sowas nochmal passiert. Ja, oder so. Also, jetzt gehen wir nach oben. Und dann spiel ihr das vor. Und dann berate mit ihr, sofern sie überhaupt mit dir noch reden will. Und wenn sie nicht mit dir reden will heute mehr, dann bedränge dieses Mädchen bitte nicht. Und kannst du heute irgendwo anders noch pennen? Wäre das möglich? Nee, ich bin ja so ziemlich außerhalb. Und das ist schlecht. Dann schlaf im Keller oder was weiß ich. Aber oder lass sie auf jeden Fall in Ruhe und schlaf auf der Couch irgendwo in der Ecke. Aber bedräng sie nicht und bequatsch sie nicht. Lass sie jetzt mal kommen. Du hast sie sehr verletzt und hast ihr sehr wehgetan. Und jetzt kannst du nur hoffen, dass sie dir nochmal eine Chance gibt. Marcel, jetzt haben dich alle Leute erkannt. An der Stimme wahrscheinlich die dich kennen. Und morgen bin ich totgeschlagen. Und das ist schon eine Blamage genug, glaube ich. Aber es ist keine Blamage. Es ist eigentlich ein Zeichen von Mut, was du jetzt gemacht hast. Das nämlich so zu sagen und nach draußen zu bekennen. Ja. Feige wär's gewesen, wegzurennen, weißt du? So, jetzt gehst du nach oben und versuchst alles wieder hinzubiegen, wenn es hinzubiegen geht. Dankeschön. Alles Gute. Okay. Ciao. 1.38 Uhr und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Und 38 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen, mit der WDR Telefon-Talkshow Domian heute Nacht ohne festes Thema. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch mit mir hier unterhalten wollt. Live im Radio, live im Fernsehen. Telefonnummer 0800 5678 110. Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt unser Thema: Ich würde so gerne mein Leben verändern. Heute freies Thema, morgen: Ich würde so gerne mein Leben verändern. Drei Postsachen möchte ich euch vorlesen, die ich bekommen habe. Einmal von Benny, 31 Jahre, aus Mainz. Und er schreibt: Lieber Domian, ich habe zu Weihnachten das neue Buch über dich, das neue Domian-Buch, geschenkt bekommen. Toll, wie der Autor dich und deine Sendung beschreibt. Ein wirklich gelungener Blick hinter die Kulissen von Domian. Ich bin jetzt rundherum über die Show und dein Leben mit der Sendung informiert. Aber ich habe auch eine Kritik.
Sie bezieht sich auf einen Satz von dir in dem Buch über Verona Feldbusch. Du sagst, bei ihr, also Verona, könntest du glatt deine schwulen Neigungen vergessen. Was heißt denn in diesem Zusammenhang Neigungen? Ich meine, du wärst zumindest zu 70% schwul. Also lieber Ben, ich muss sagen, das ist wirklich ein guter Hinweis und die Formulierung ist etwas verunglückt und ein bisschen blöd. Vielleicht hätte ich sagen sollen, vielleicht hätte ich schreiben sollen, bei Verona Feldbusch könnte ich glatt zum knüppelharten Hetero mutieren. Das wäre vielleicht die genauere Beschreibung gewesen. Das hätte den Nagel besser auf den Kopf getroffen. Vera schreibt aus Essen: Lieber Jürgen, erst wollte ich lachen, jetzt ist mir aber doch mehr zum Heulen. Sieh dir mal diese Anzeige hier, und sie hat mir diese Anzeige mitgeschickt, aus Cocktail, einer Beilage für Jugendliche der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung Essen. So, und in dieser Anzeige, das ist eine Rubrik, die heißt Schön Vermischtes, ist Folgendes zu lesen, und das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Ich zitiere ganz wörtlich: Unnatürliche Gefühle für das gleiche Geschlecht? Fragezeichen. Wir helfen dir auf den Weg Richtung Normalität und Glück. A.G. Deutsche Heteros pro Hetero. Das ist ja ein Ding. Das habe ich auch nicht gewusst, dass es eine AG Deutsche Heteros pro Hetero gibt. Ich möchte gerne mit Menschen, mit Mitgliedern dieser deutschen AG Heteros pro Hetero mal reden. Welcher Teufel sie geritten hat, diese AG zu gründen. Lars 28 aus Berlin. Lieber Domian, zuerst wünsche ich dir ein gutes neues Jahr, wünsche ich dir auch, vielen Dank. Dann zu meiner Frage. Im Fokus habe ich neulich gelesen, dass du Bergwanderer bist. Bist du eigentlich auch Jäger und schießt deine Geweihe selbst? Nee, das bin ich nicht, habe ich auch noch nicht gemacht. Würde ich vielleicht machen, wenn ich auf dem Land leben würde und da so richtig reingewachsen wäre. Aber so einfach aus der Stadt mal zur Jagd zu fahren, das ist dann auch nicht so mein Ding. So, ihr Lieben, es geht weiter mit Nicole. Und Nicole ist 26 Jahre alt. Ich grüße dich, hallo. Ja, hallo. Nicole. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, was ich heute mit meiner Freundin erlebt habe. Also, ich kann ja mal so kurz schildern. Mhm. Wir sind heute beide mit dem Auto gefahren. Also, sie hat das Auto gefahren. Und wir sind Gott sei Dank an einer Ampel ja praktisch rangerollt. Und ich habe mich noch gewundert in dem Moment, mein Gott, sie hat sich ja verkehrt eingeordnet, habe mir aber dabei gar nichts so bei gedacht. Und jedenfalls, weiß ich nicht, ich kann das gar nicht erklären, hat sie ganz mechanisch sich auf einmal so umgedreht und hat zu mir geguckt und hat mich richtig angestarrt und hat richtig durch mich durchgeguckt. Und ich habe in dem Moment eigentlich schon gewusst, irgendwas ist hier faul. Mhm. Aber ich habe nicht gedacht, ich wusste nicht, was los ist. Und ja, und dann wollte ich ihr, oder ich habe ihr dann gesagt, du Maus, du hast dich verkehrt eingeordnet, weil ich habe dann auch gesehen, dass sie ja eigentlich richtig geblinkt hat. Mhm. Ja, und jedenfalls gucke ich so zur anderen Seite, weil ich ihr so praktisch gezeigt habe mit der Hand, na, da musst du dich da einordnen, und gucke sie wieder an. Auf einmal hat sie ihren Kopf ganz komisch zur anderen Seite gedreht. Der war total verdreht und hat dann den Kopf nach oben und hat dann die Decke so angestarrt. Und ich... Im Auto alles noch? Alles im Auto. Während ihr vor der Ampel standet? Ja, und in dem Moment habe ich das dann aber schon mitgekriegt, dass wir wieder rückwärts wollten. Und ich gucke dann nochmal so zu ihr hin. Und da habe ich gesehen, dass das ganze Gesicht sich total verzogen hat. Also das Kinn war total zur Seite gedreht. Sie hat den Mund sperre weit aufgehabt. Die Wangen sind eingefallen. Und also ihre Augen konnte ich ja Gott sei Dank nicht sehen, weil sie ja so an diese Decke gestarrt hat. Also so ganz verdreht. Hm. Und ich bin total durchgeknallt, habe die Tür aufgerissen, weil das Auto fuhr ja. Und ich habe in dem Moment überhaupt nicht mehr gewusst, wo die Bremse oder sonst irgendwas. Also das Auto rollte zurück? Ja, ja. Jetzt spannen uns mal nicht auf die Folter. Was war passiert? Hat sie einen Schlaganfall gekriegt oder was? Nein, sie hatte, also soweit ich das von den Ärzten schon erfahren habe, hat sie einen epileptischen Anfall gehabt. Mhm. Also sie hat gekrampft oder so. Mhm. Und ich habe das ja halt noch nie gesehen und ich war so geschockt. Aber du bist eine gute Freundin von ihr. Ja. Weißt du denn, ob sie mit dieser Krankheit Probleme hatte schon vorher? Nein, noch nie. Noch nie? Das war denn der erste. Das ist zum ersten Mal dann aufgetreten? Ja, ja.
Das ist natürlich eine brenzlige Situation. Das Auto rollte zurück. War da viel Verkehr in dem Moment auch? Ja, naja, es war hinter uns die Straßenbahn und auf der anderen Seite waren ja dann halt die ganzen Autos und ich habe gemerkt, dass wir wären voll in diese Autos reingerollt. Hast du die Handbremse gezogen oder hast du irgendwie was gemacht? Ja, na, ich habe die Tür aufgeruppt und habe ganz hysterisch geschrien, bitte helft mir oder so. Und irgendwer hat dann schon geschrien, die Handbremse und ich habe dann selber geschrien, ach ja, die Handbremse, also so. Und habe sie dann erstmal hochgeruppt und ja, ich bin aus dem Auto rausgesprungen, weil ich... Hat denn dieser Anfall so lange gedauert, bis dann ein Arzt kam oder ist sie vorher wieder zu sich gekommen? Ich weiß es nicht, weil ich denn selber schon unter Schock stand. Ich stand sofort draußen und habe mit Gott geredet. Ich habe ihn angeschrien, er möchte mir meine Annika nicht wegnehmen. Ich habe ihn angefleht, weil ich dachte eigentlich, ich habe noch nie sowas gesehen. Du hast gedacht, dass sie stirbt oder ist irgendwas ganz Schlimmes? Ich habe gedacht, sie ist tot, ja. Also weil sie hat, sie ist dann ins Krankenhaus gekommen und... Ja. Du weißt, dass es ein epileptischer Anfall war. Das heißt, du warst hinterher dann auch im Krankenhaus und hast mit den Ärzten geredet? Ja, na, ich nicht so. Ich habe das denn gehört. Ja, weil es war denn so, ja, irgendwer hat denen geschrieben, wir brauchen einen Notarzt. Und ich mein Funktelefon kurz hochgehalten. Man hat mir das aus der Hand gerupft. Die Polizei kam dann gleich, weil ich war ja, wie gesagt, selber. Ich habe gezittert am ganzen Körper und habe einfach nur hysterisch geschrien. Also eine Riesenaufregung. Eine Riesenaufregung generell und auch für dich. Hast du dich denn, ich meine, du klingst immer noch sehr aufgeregt. Hast du dich jetzt ein bisschen beruhigt? Jetzt weiß man ja, was es ist. Und ja, ich bin ein Mensch, ich kann mich sehr... sehr schlecht langsam wieder so beruhigen. Ich war auch selber in der Uni und sie wollten mich auch da lassen, aber ich wollte per Du nicht da bleiben. Und ist deine Freundin denn jetzt im Moment noch im Krankenhaus? Ja. Ja. Hast du sie noch gesprochen heute? Ja, im Krankenwagen, weil ich war zuerst im Krankenwagen, weil man mich da schon vorgepumpt hat und danach kam sie denn rein. Ja, und sie hatte bloß so zu mir gesagt, hey Maus, hast du Schmerzen oder so? Ach so, da hat sie nur gesagt, hey, was ist denn mit dir los? Warum sitzt du hier im Krankenwagen? Ja, so mitgekriegt oder ich weiß nicht. Hast du mit den Eltern geredet, wie so die Prognose jetzt ist? Wird man das in den Griff kriegen oder welche Auswirkungen wird jetzt dieser Anfall auf ihr Leben haben? Das kann man alles noch gar nicht sagen wahrscheinlich, ne? Ja, es ist schon alles blöd, weil sie hat das große Glück, sie hat es geschafft, demnächst in einer Spezialklinik zu kommen, wegen anderer Probleme. Und das wird jetzt alles nicht klappen. Na gut, also es ist heute, wollen wir mal das positiv aussehen. Es ist nichts passiert. Es hätte ja auch während der Fahrt geschehen können, ne? In voller Fahrt. Dann, Gott, wir wollen uns das gar nicht vorstellen, was dann geschehen hätte können. Ja. Es ist ja alles ganz gut gegangen heute und sie ist in guten Händen im Moment. Wollen wir mal hoffen, dass sie ordentlich behandelt wird jetzt. Gehen wir mal von aus natürlich. Und dass man das vielleicht auch irgendwie medikamentös in den Griff kriegt. Ja. Und dir wünsche ich, dass du auch einigermaßen pennen wirst können gleich. Nee, auf keinen Fall. Ich werde heute nicht ein Auge zumachen. Ich möchte, ich kann das Gesicht einfach nicht vergessen. Das war... Und morgen gehst du sie besuchen, ne? Nee. Auch nicht, weil ich Angst habe. Ich hasse Krankenhäuser sowieso. Und ich habe Angst, dass ich das alles denn nochmal so sehe. Ich muss morgen erstmal meine Therapeutin sprechen. Ich muss... Na gut, aber jetzt ist auch vielleicht wichtig, deine Freundin und nicht du. Das hört sich ja so an, als würdest du jetzt mehr Sorge um dich haben als um deine Freundin. Nein. Also man muss sich auch mal überwinden und ins Krankenhaus gehen. Ja, obwohl am Mittwoch, aber nicht morgen. Na gut, dann geh am Mittwoch ins Krankenhaus. Ja, auf alle Fälle. Ich drücke alle Daumen, dass die Freundin gesund wird und dass du auch wieder auf den Boden kommst. Ja. Ne? Meine Liebe, Nicole, alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Gut, tschüssi. Tschüss. Tschüssi, das hört sich so ein bisschen nach... Berlin an, ne? Berliner Umgebung. 0800 5678 111, meine Nummer. Meine heiße Nummer. Und jetzt ist hier Emilie. Und Emilie ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Und zwar, erstens, ich heiße Emily. Emily, Mensch. Ja, genau. Mit 2 M wird das geschrieben? Nee, das ist E-M-I-L-Y. Ach so, ganz kompliziert. Also Emily, Ja, genau. Und zwar mein Thema ist Psychoterror. Und Hallo? Jetzt haben wir ein Problem. Ja. Ich höre mich als Echo wieder und Emily ist weg. Ich glaube, wir legen mal auf. Ja, ich bin noch dran. Du bist noch da, du bist hier wieder. Ja. Ja, also Psychoterror, hast du gesagt. Genau. Und zwar mein Ex-Freund, der ist also nur dabei, also er versucht halt nur mein Leben kaputt zu machen. Das ist schrecklich. Wie lange seid ihr getrennt? Circa einen Monat oder zwei. Und wie lange wart ihr zusammen? Circa 2,5 bis 3 Jahre, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich mit ihm 2 Kinder bekommen, 2 Mädchen.
Und er hat alles immer versucht, dran zu setzen, diese Familie zu zerstören. Ihr habt euch aber rangehalten, ne? In den 2,5 Jahren, gleich 2 Kinder. Ja, aber also für mich kein Problem. Und ich habe mich auch auf beide Kinder riesig gefreut. Ja. Und also ich fand das ganz, ganz toll. Und er ist aber wiederum so gewesen, dass er beim zweiten Kind schon gesagt hat, er möchte das Kind nicht haben. Mhm. Und das wäre ja nicht seins und. War das zweite Kind dann auch der Trennungsgrund, dass ihr euch getrennt habt? Ja, ich denke mal schon. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, dass er mit beiden Kindern nicht klargekommen ist. Ich glaube, dass er einfach noch zu jung ist, irgendwie die Verantwortung für 2 Kinder zu übernehmen. Wie alt ist er? 21. Oh, 21. Vor einem Monat habt ihr euch getrennt. Ist die Trennung von dir ausgegangen? Hast du gesagt, hier, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr? Ja, auf jeden Fall, weil das war einfach Nervenstress. Also man ist morgens aufgestanden, angeschrien worden. Ich bin während der Schwangerschaft geschlagen worden. Mhm. Und also es ist wirklich schrecklich. Was für eine Art von Psychoterror übt er denn jetzt auf dich aus? Ja, er schreibt SMS-Nachrichten, er ruft mich an und dass er die Kinder irgendwie wohl mit in den Streit reinzieht, ganz, ganz schlimm, dass er zum Jugendamt geht, die Lügengeschichte. Aber die Kinder sind ja noch ganz klein, ne? Ja, dann die Lisa Marie ist jetzt 2 Jahre alt und Larissa ist 6 Monate. Gut, die verstehen das ja noch nicht, ne? Die kann man ja da gar nicht. Ja, aber so. Ich denke mal, also schon der Stress auch. Natürlich, das überträgt sich, ja. Ja. Du sagst SMS-Nachrichten und Anrufe. Was SMS-t er dir denn? Was simst er dir? Ja, und zwar, dass ich feige wäre, dass ich schon sehen werde, was ich davon habe. Mhm. Und so gut, also da kann man ja zum Beispiel, das kann man löschen oder man besorgt sich eine neue Handynummer und dann hat man das Problem schon mal nicht mehr. Ja, das Problem ist, dass ich dadurch, dass ja auch so Stress beim Jugendamt ist, dass ich diese ganzen SMS-Nachrichten aufbewahren muss fürs Gericht später, weil sonst mir nicht geglaubt wird, dass es den Kindern und mir dadurch sehr, sehr schlecht geht. Mhm. Deswegen muss ich auch leider das Handy anlassen und deswegen muss ich auch leider die SMS-Nachrichten. Aber so viele speichern sich da ja gar nicht, ne? Mein Funktelefon ist irgendwann voll, dann nimmt es keinen. Da muss ein paar gelöscht werden, aber paar müssen schon draufbleiben. Wenn er dich anruft, was sagt er denn dann? Ja, er beleidigt mich. Er beleidigt mich um meine Familie. Also ich denke mal, er hat sich noch nie mit meiner Mutter vertragen. Die wird auch aufs Herbste beleidigt. Ich werde aufs Herbste beleidigt. Nimmst du das auch auf? Wird das aufgezeichnet, wenn er anruft? Nee, das nicht. Aber was läuft denn da jetzt mit dem Jugendamt? Läuft irgendwas mit dem Jugendamt oder läuft auch was Gerichtliches oder hast du irgendeine Anzeige oder wie? Was ist los? Ja, also mit dem Jugendamt ist es so, dass ich jetzt dadurch, weil er samstags immer die Kinder gekriegt hat, habe ich auch immer zugestimmt. Aber da ich nicht mehr weiß, wo er mit den Kindern hingeht und ich mir auch sehr viel Sorgen mache, habe ich das erstmal unterbunden. Und das möchte ich einfach jetzt gerichtlich klären, weil ich mir auch Sorgen um die Kinder mache, weil das letzte Mal, als er mir sie zurückgebracht hat, war meine 6 Monate alte Tochter, die wurde den ganzen Tag nicht gewickelt und hatte eine dicke Beule am Kopf. Was glaubst du denn, warum macht er denn diesen Psychoterror? Warum lässt er dich nicht in Ruhe? Ja, weil er ein Psychopath ist. Anders kann ich das nicht erklären. Mhm. Ich weiß es nicht. Wie versuchst du dich zu wehren? Was setzt du dagegen? Gar nichts. Das ist ja das Schlimme. Ich habe gar nichts, wogegen ich mich widersetzen könnte. Ich bin mittlerweile auf 49 Kilo runtergemagert. Also ich kriege überhaupt gar kein bisschen mehr runter. Ich schaffe das alles irgendwo nicht mehr. Vor allen Dingen, ich habe ja die Verantwortung für die beiden Kinder ganz alleine übernommen. Und ich habe gesagt, hey, das mache ich jetzt alleine. Wenn du das nicht kannst, so, dann mache ich das jetzt. Und belästigt er dich auch an der Wohnung? Klingelt er? Kommt er vorbei? Das war vor einer Woche noch ganz, ganz schlimm, wo er dann wirklich ans Fenster 12 Uhr nachts geklopft hat und so. Ich habe schon eine einstweilige Verfügung machen lassen. Was hindert dich denn daran, ihn anzuzeigen? Ja, ich habe damit, dass ich die einstweilige Verfügung gemacht habe, darf er sich mir ja nicht nähern. Das Problem ist aber, dass mich dadurch wieder das Jugendamt unter Druck setzt und sagt, ja, du darfst das aber nicht. Und dadurch ist das ja auch mit den Kindern ein bisschen konfus, deswegen. Also eine sehr verzwackte Situation, in der du dich befindest. Es gibt gar keine richtige Lösung im Moment und du musst es aushalten, obwohl du auch die große Belastung hast wegen der beiden Kinder. Ja, eben. Und das ist wirklich absolut schrecklich. Mhm. Und man kann ja nicht mal mit ihm reden. Wenn ich ihm sage, bitte lass mich doch in Ruhe oder so. Er findet immer wieder einen Grund, neu anzurufen, neu bei mir an der Wohnung zu sein oder
weiß ich nicht, meine Mutter auf der Straße zu beleidigen. Also man kann wirklich keinen Schritt mehr gehen. Der Mann, der ist überall. Also Emily, ich möchte dir ein anbieten. Mehr kann ich eigentlich gar nicht machen, dass du mit meiner Psychologin etwas redest jetzt, damit sie dir zumindest, dass du das etwas besser wegstecken kannst und etwas besser verkraften kannst. Vielleicht so ein paar Tricks, ein paar Tipps noch sagt am Telefon. Sollen wir das mal so machen? Ja, das wäre ganz nett. Ja, dann leg du mal auf und die Annette wird dich gleich anrufen. Ja, ich danke. Und ich wünsche alles Gute. Vielleicht hat Annette noch ein paar andere Ideen, wie sie auch mit dem, wie du auch mit deinem Ex-Freund umgehen könntest. Okay. Ja, alles Gute. Auf Wiederhören. Kerstin, 29 Jahre. Hallo. Hallo, Kerstin. Kerstin hat aufgelegt. Kerstin ist weg. Dann nehmen wir den Thorsten und der ist 28 Jahre. Hallo. Hallo, Thorsten. Ah, hallo Domian. Hallo Thorsten. Was ist los? Was ist dein Thema? Ja, also ich bin gerade bei der Arbeit in Duisburg-Ruhrort. Ich arbeite in einem Kinderheim und habe heute Nachtdienst. Also jetzt kann ich theoretisch schlafen, was ich aber nicht tue. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber hier ist heute Abend um 19 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Großes Unglück. Es ging ja durch alle Nachrichtensendungen vorhin. Ja. Es ist eine Gasexplosion, glaube ich, ne? Ja, genau. Und die war also hier wirklich in unmittelbarer Nähe. Es war heute echt ein sehr heftiger Abend für mich und meine 10 Kinder, die ich hier in der Gruppe habe. Weil ich habe also, als das passiert ist, habe ich in meinem Büro gesessen, hier in der Gruppe. Und in meinem Rücken hatte ich das offene Kipp, also das Fenster war auf Kipp. Ja. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, gucke ich direkt auf dieses Thyssenwerk. Und, also müssen wir dazu sagen, es war eine vermutlich sehr große Gasexplosion bei Thyssen in Duisburg. Ja, genau. Ja. Und dann kam eine Windböe, beziehungsweise ich weiß jetzt, es war keine Windböe, es war eine Druckwelle. Ich dachte, es wäre eine Windböe. Und ich dachte, es kommt ein Sturm auf. Und dann habe ich mich umgedreht und wollte das Fenster, weil das hat heftig gewackelt, das Fenster, und wollte das schließen. Und in dem Moment, wo ich schließen wollte, kam dann also ein heftiger Knall. Und der ging dann einher mit einer Druckwelle, die, so was habe ich noch nie gesehen, die Scheibe wölbte sich regelrecht nach innen. Ach, eine Glasscheibe wölbte sich nach innen? Ja, und dann habe ich die das irgendwie dann geschafft, ich weiß nicht, ob vorher oder nachher, vor dieser Druckwelle, nach dieser Druckwelle das Fenster zu schließen. Und dann kamen also auch schon meine ganzen Kinder ins Büro gerannt, die dann hier in ihren Zimmern schon waren und waren natürlich völlig aufgelöst. Und dann sah man halt auch schon die Flammen, also an dem Thyssenwerk. Wie weit wohnst du denn oder wie weit ist die Wohngruppe, dein Arbeitsplatz entfernt von Thyssen? Die ist per Luftlinie entfernt, also 200-300 Meter von dem Bürofenster aus, schätze ich mal, dass es so 200-300 Meter sind. Du hast gerade von der Druckwelle gesprochen. Roch man das auch? Roch das nach Gas? Nein. Das nicht? Nein. Nee. Also wir haben auch dann, ich habe dann meine Kinder versucht irgendwie zu beruhigen und habe zu denen gesagt, wir gehen jetzt durch die ganze Gruppe, schließen alle Fenster, weil ich habe die schwarzen Rauchwolken halt gesehen, die von dem Berg aufstiegen und habe mir schon gedacht, lieber mal alles dicht machen, wer weiß, was da alles so aussteigt. Hat man da nicht irrsinnige Angst, dass es noch viel schlimmer kommen könnte, dass eine Riesenexplosion vielleicht entstehen könnte? Also am Anfang ging es. Ich brauchte eine Zeit, um überhaupt zu realisieren, was da passiert war. Also im ersten Moment habe ich hier mehr oder weniger nur geguckt, dass die Kinder mir nicht völlig hysterisch werden, weil die liefen dann durch die Gruppe und sagen, boah, das Haus hat gewackelt und so. Nun sind ja ein paar Stunden vergangen. Wie ist die Situation denn jetzt im Moment? Kannst du aus dem Fenster irgendwas sehen? Brennt es noch sehr stark? Ja, es ist sehr ruhig geworden. Also von dem Raum aus, von dem ich jetzt bin, kann ich nichts sehen. Aber bevor ich gerade in mein Zimmer hier gegangen bin, habe ich noch mal geguckt und ich sehe schon keinen Polizeiwagen mehr, weil die haben das Gebiet da weiträumig abgesperrt gehabt. Hat denn die Polizei oder die Feuerwehr die Bevölkerung, also euch, die ihr im näheren Umfeld wohnt, informiert, per Lautsprecher beispielsweise? Also die sollen angeblich hier rumgefahren sein und per Lautsprecher die Bevölkerung gebeten haben, in den Häusern zu bleiben, weil einige wohl panikartig nach draußen gerannt sind. Also in den Häusern zu bleiben und die Fenster zu schließen. Aber ich selber habe das nicht gesehen. Ich habe hier keinen Polizeiwagen gesehen. Also das Schlimmste war auch, nachdem sich meine Kinder so ein bisschen beruhigt hatten und ich ein bisschen zur Ruhe kam, die Angst davor, passiert da jetzt noch was? Weil wenn einmal was explodiert, kann auch noch ein zweites Mal was explodieren. Und ich habe dann halt nur über Radio zwischendurch Informationen bekommen. Ich habe also die allerletzten Nachrichten jetzt nicht mehr gehört. Also mein Wissensstand war, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Ist das richtig? Ja, also das ist auch mein Wissensstand. Also hier bei uns im Haus sowieso nicht. Wir sind eine große Einrichtung, aber ich habe auch in anderen Gruppen gefragt. Bis auf den Schrecken sind alle heil davon gekommen. Gott sei Dank. Und wir wollen hoffen, dass es so bleibt.
Ja, also ne? Da haben wir auch mehr als einen Schutzengel gehabt. Bei dem allerdings, ja, allerdings. Das ist sowieso mein großer Horror, die wir in den Großstädten hier wohnen, wenn irgendwelche Fabriken oder Bayer hier in Leverkusen, wenn da irgendwas mal passieren sollte, ne? Das in die Luft geht. Es scheint gut gegangen zu sein und hoffentlich bewahrheitet sich das dann auch. Ja. Ich würde sagen, schlaf gut, Thorsten. Ja, danke. Bis denn mal. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere erste Sendung im Jahr 2001. Ich fasse es ja gar nicht. Und jetzt sage ich euch noch unser Thema morgen. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Das Thema heißt, ich würde so gerne mein Leben ändern. Wer von euch ist in einer Situation, dass ihr sagt, eigentlich müsste etwas geändert werden, nur ich weiß nicht genau wie oder ich traue mich nicht? Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, das könnt ihr morgen tun. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen unter 0800 567 8111. Und um 1 sind wir da. Ich hoffe, morgen pünktlich im Radio und im Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht und sage ciao und bye bye.